Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest geht in sein finales Wochenende. Am Freitagabend und Samstag wird es auf dem Cannstatter Wasen nochmal traditionell voll werden. Am Sonntag rechnen die Veranstalter wegen des VfB-Heimspiels gegen Leverkusen ebenso mit einem vollen Platz. Welche Bilanz zieht die Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart? Also wir sind hochzufrieden. Wir haben tatsächlich unsere Erwartungen übertroffen. Wir werden rund 1,4 Millionen Besucher erwarten bis Sonntagabend. Vor allem interessant und wichtig ist, dass wir ein sehr friedliches, sehr fröhliches Frühlingsfest hatten und dass wir sehr, sehr viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland begrüßen durften. Auch die Polizei zieht ein beinahe rundum positives Fazit. Also das, was wir jetzt bis zum Tag 19 vergleichbar aufgenommen haben mit dem letzten gleichen Frühlingsfest wie 2019, sind wir eigentlich bei 25% weniger Straftaten, wobei das natürlich sehr indifferent ist, wenn man nur sagt 25% weniger. Für mich sind natürlich manche Straftaten, wie zum Beispiel Diebstähle, haben etwas zugenommen, auch Taschendiebstähle und natürlich bestimmte Aggressionsdelikte, wie zum Beispiel die gefährliche Körperverletzung, wenn man mit dem Bierkrug schlägt oder anderen Dingen. Tägliche Angriffe auf Polizeibeamte hat deutlich zugenommen. Ein ganz besonderes Frühlingsfest war es für Luigi, dem Hofner aus dem Grandelszelt. Warum? Das hat Stugge TV im Interview verraten. Ja, das Frühlingsfest ist ganz besonders dieses Jahr. Erstens mal wegen den wunderschönen Damen hier. Und natürlich 20 Jahre. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, wie gesagt, 2003. War eine harte Nummer, ne? Ein Bierzelt, keine Erfahrung. Ja, und dann machen wir hier auf der Bühne, hat Hans-Peter gesagt. Was sich nicht verändert hat, ist das Lampenfieber, die Nervosität vorm Auftritt. Das ist auf alle Fälle da. Aber natürlich, klar, Bühnenpräsenz, dies, jenes. Man traut sich immer mehr, oh, das kam gut. Und die Leute sagen auch, ey, das war schön, das war schön. Natürlich auch mit der Musik, mehr Medleys und so weiter, in welche Richtung geht's. Man traut sich mehr, man probiert mehr aus und... Und ich muss sagen, in 20 Jahren natürlich komplett meinen ganzen Stil habe ich verändert. Nein, Mallorca aus einem Grund nicht. Ich sage es ganz ehrlich, die zahlen nichts. Ich meine, ich muss auch von was leben. Zweitens, Mallorca, ich bin jetzt nicht gehässig. Ich habe es probiert, habe mir ein paar Aussagen angehört, auch vom Jürgen Drews, der hier war in Stuttgart. Dem ich an einem Abend die Show genommen habe auf der Bühne. Er ging komplett unter und Bunga Bunga war der Hit. Und ich glaube, es ist halt auch so eine, nicht falsch verstehen, so eine kleine Mallorca-Mafia, wo dirigiert wird von einigen großen Künstlern. Ich habe mein Deutschland, ich bin deutschlandweit unterwegs, ich bin in London 7-8 Wochen, ich bin unterwegs in den Hütten in Österreich und so weiter. Ja, passt. Ich habe mich jetzt angemeldet, ich mache einen Kurs im September. Ich mache Trauungen und Beerdigungen dann. Das kann man auch mit 70, mit 80, mit 90. Und wenn ich mal sterbe, dann rede ich meine selbe Beerdigung. Ne? Nein, Spaß beiseite. Ich möchte freier Sprecher werden, gerade für so Sachen. Ja, und da kann man mich buchen. Aber die Bühne bleibt mir die Bühne. Und ich weiß... Selbst wenn ich 85 Jahre alt bin und hier in dieses Zelt reinlaufe, werde ich da vorgehen und Bunga Bunga singen. Über 3 Millionen Euro haben die Betreiber in das Riesenrad investiert. Der neue Motor und die neuen Gondeln haben ihre Premiere auf dem Frühlingsfest gefeiert. Meine Kollegin Anna Setzer hat das Riesenrad getestet. Der Fernsehturm gehört nach Stuttgart genauso wie das Riesenrad auf den Cannstatter Wasen. Hier im Hintergrund seht ihr das Riesenrad der Familie Bruch, die jetzt mächtig viel Geld in die Hand genommen hat, nur um ihre Gondeln und die Technik zu modernisieren. So, wir sind jetzt hier angekommen und wir haben eine richtig tolle Aussicht gerade. Wir können hier einmal komplett über alle Achterbahnen sehen und sogar die Zelte von oben, die sind jetzt zwar nicht so spannend vom Ausblick her, aber es ist wirklich überwältigend, wie groß auch dieser Wasen ist. Wir wurden auch gerade schon ganz fröhlich begrüßt von so einer individuellen Begrüßungssprechanlage und es läuft auch die ganze Zeit Musik und wir haben eine Klimaanlage. Also das ist wirklich richtig super. Fenster sollte man allerdings nicht aufmachen, nur im Notfall steht auch extra dran. So, und ich genieße jetzt noch so ein bisschen die Fahrt hier oben und schaue mir nochmal ganz genau das Frühlingsfest von oben an. Das war's von uns vom Wasen. Und verpasst nicht, am Sonntag in unsere XXL-Bildergalerie mit allen Fotos vom diesjährigen Frühlingsfest reinzuschauen. Macht's gut und bis dann. Ciao!